Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rückspiegels. Wir haben für Sie wieder einige Themen zusammengefasst. Wir waren für Sie bei der Freisprechungsfeier der Handwerkskammer, bei Toleranz fördern, Kompetenz stärken zum Mädchenfußball, zeigen eine Diskussion um die Ärzteversorgung im ländlichen Raum, sind mit Sandra Bronder bei Kubik und haben noch einige Schmankerl des Bühnenprogramms auf der HGH. Vom 31.10. bis 4.11.2012 zeigten 210 regionale und überregionale Aussteller aus Handel, Handwerk und Gewerbe in den Pirmasenser Messehallen ihr besonderes Angebot an Waren und Dienstleistungen. Sie informierten über aktuelle Trends und Neuheiten. Auf der HGH ist es aber mittlerweile auch Tradition, die Freisprechungsfeier der Kreishandwerkschaft zu feiern. So konnte man 210 Gesellen zur bestandenen Prüfung gratulieren. Herren, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das wissen wir alle, aber irgendwann kommt der Tag, wo man den Lohn der Entbehrungen der letzten 3, 3,5 Jahre in den Händen halten kann und darf und stolz sein kann. Und dieser Tag ist heute für einige junge Menschen gekommen und deswegen möchte ich Sie recht herzlich willkommen heißen hier zur Gesellenfreisprechungsfeier der Kreishandwerkerschaft Westpfalz. Hallo! Diesen einleitenden Worten von HGH-Moderator Sven Henrich beglückwünschte Kreishandwerksmeister Josef Burger die 210 Gesellen in seiner Laudatio natürlich nicht ohne einen guten Ratschlag. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von einem reichen Mann, der eines Tages einen Diener zu sich rufen lässt und sagt: Ich verlasse das Land jetzt für ein Jahr und bitte dich, in dieser Zeit ein neues Haus zu bauen. Baue es ordentlich und stabil, und wenn ich zurückkomme, werde ich dich für deine Arbeit belohnen. Kaum war der Herr weg, dachte sich der Diener: Das ist doch dumm, wäre es so hart zu schuften. Er beschloss, es mit dem Material und der Qualität der Arbeit bei dem Hausbauen nicht so genau zu nehmen, sondern sich vielmehr im Vorgriff auf den zu erwartenden Lohn schon jetzt ein schönes Leben zu machen. Als der Herr zurückkam, fragte er den Diener: Und, bist du zufrieden mit deinem Haus? Und als der Diener die Frage bejahte, meinte der Herr: Das ist gut so, denn dein Lohn ist das Haus. Jetzt gehört es dir. Du kannst den Rest deines Lebens darin verbringen. Liebe Gesellen und Gesellinnen, diese Geschichte will uns sagen, dass wir die Zukunft mit aller Sorgfalt planen, aufbauen und ausstatten sollten. Auch der Pirmasenser Oberbürgermeister lobte in seiner Rede das Engagement der jungen Menschen im Handwerk. Hier sind viele junge Menschen versammelt, die allen Grund haben zu feiern. Sie, liebe Junggesellinnen und Junggesellen, haben einen ganz wichtigen Schritt in eine selbstständige Zukunft gemacht und stehen zu Recht heute bei dieser Veranstaltung im Mittelpunkt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Ihre beruflichen und persönlichen Chancen gut stehen und bei allen Herausforderungen das Handwerk auch in Zukunft einen goldenen Boden hat. Michael Lehnert, der Vizepräsident der Handwerkskammer der Westpfalz, sprach im Anschluss die traditionelle Freisprechungsformel. Nach beendeter Lehre und bestandener Geselleprüfung spreche ich Sie, junge Handwerkerinnen und Handwerker, nach alter Handwerkstradition, namens und in Auftrag des gesamten Handwerks, los, ledig und frei vom Zwang der Lehre und erkläre Sie hiermit zu Gesellinnen und Gesellen im Handwerk. Treten Sie ein in Ihre Berufsgemeinschaft als verantwortliche und vollwertige Mitglieder. Bleiben Sie gute und treue Handwerksgesellinnen und Gesellen. Streben Sie nach Vollendung im meisterlichen Tun.
und bleiben Sie wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft, dem Handwerk zu Ehre. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ich darf Ihnen im Namen aller Ihrer Kolleginnen und Kollegen nochmals unsere herzlichsten Glückwünsche aussprechen und darf Ihnen für einen weiteren Lebensweg alles Gute wünschen. 7 der 210 Gesellinnen und Gesellen stachen mit sehr guten Leistungen besonders hervor und wurden im Anschluss an die Freisprechung geehrt. Mit dem lokalen Aktionsplan, das Bundesprogramm Toleranz fördern, Kompetenz stärken, begleiten wir zurzeit ein integratives Mädchenfußballteam, das beim Pirmasenser Sportverein Rot-Weiß Pirmasens gegründet wurde. Nun haben wir die Mädchen beim Spiel gegen den Tabellenzweiten, die Sportgemeinschaft Rimschweiler Hornbach, begleitet. Das Spiel gegen den Tabellenzweiten gestaltete sich für den Newcomer vom SV Rot-Weiß Pirmasens als harte Nuss. Die SG Rimschweiler Hornbach kam mit einem souveränen Torverhältnis von 32:1 zum Rot-Weiß Pirmasens. Umso erstaunlicher war, dass sich die neu gegründete Mädchenmannschaft gut schlug. Die Spielerinnen der SG Rimschweiler Hornbach hatten auf dem etwas aufgeweichten Hartplatz des SV Rot-Weiß kein allzu leichtes Spiel mit den Damen des SV Rot-Weiß. Dank der besten Torjägerin der Landesliga Westpfalz, Jacqueline Hunsiger, konnten die Spielerinnen der Rot-Weiß-Pirmasens 2 Tore in diesem Spiel landen und somit Rimschweiler mehr Gegentore verpassen, als diese in den 5 Spieltagen zuvor bekommen hatten. Auch wenn es dann am Ende der Partie 2:9 für die Damen der SG Rimschweiler Hornbach stand. Die Mädchen des SV Rot-Weiß Pirmasens sind in ihrer ersten Saison auf jeden Fall auf einem guten Weg. Bis zum nächsten Arzt 30 Kilometer, bis zum nächsten Krankenhaus 120 Kilometer. Sieht so unsere Zukunft aus? Ärzte und Politiker diskutieren und suchten gemeinsam nach Auswegen. Finanzielle Anreize, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, kommunalpolitische und infrastrukturelle Maßnahmen sind Mangelware. Das wirft die Frage auf, lohnt sich eine Niederlassung im ländlichen Raum? Frau Dr. Ganster hat sowohl Vertreter aus Politik und Gesundheitswesen als auch Patienten zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Thema des Abends in Wald Fischbach-Burgalben war der prognostizierte Ärztemangel und die Folgen. Unser Ziel ist es einfach, dass wir die unterschiedlichen Gruppierungen ins Gespräch bringen und einfach von der Politik auch nochmal wichtige Anstöße geben. Dr. Lehnhardt von der Landesärztekammer plädiert für angemessene Arbeitsbedingungen der Ärzte und somit für eine bessere Patientenversorgung. Auch bei uns sind die Geschichten vorbei, dass man 80 Stunden am Stück arbeitet, wie das früher häufig der Fall war in Krankenhäusern. Übrigens ist es auch deswegen gut, dass es vorbei ist, weil so ja auch unter Umständen Kunstfehler entstehen, wenn Ärzte überlastet sind. Also es ist schon gut, wenn wir uns das wünschen und auch konstatieren, dass der Trend zur Arbeitszeitverkürzung einfach auch bei uns jetzt durchgeschlagen hat und dazu führt, dass wir selbst für die gleiche Arbeit mehr Ärzte brauchen. Geldmangel war für Frau Dr. Ultes Kaiser, Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Rheinland-Pfalz, und die Logopädin Frau Astrid Prumchelius ein großes Thema. Wir sind eines der reichsten Länder dieser Erde und es kann nicht sein, dass wir unsere
Bürger notwendige Medikamente bei teuren Erkrankungen vorenthalten. Und das muss anders geregelt werden, als es auf dem Rücken der Ärzte auszutragen. Wir haben immer wieder tagtäglich die Konfrontation, uns fehlt das Budget hinten und vorne. Und wir müssen es weitergeben an den Patienten. Frau Klöckner erläutert die Maßnahmen, die getroffen werden müssten. Der Zahnarzt Dr. Vorbeck konkretisiert die Vorschläge. Es wird schwieriger werden. Wir dürfen uns das nicht schönreden. Und drittens ist klar, wir haben einen Versorgungsauftrag und eine Verpflichtung für unsere Bevölkerung, auch im ländlichen Raum, wo der demografische Wandel stärker zuschlägt. Das stelle ich mir aber unter Rheinland-Pfalz vor, dass wir keine Räume aufgeben, sondern kreative Lösungen brauchen. Und alles, was da hinderlich ist, sei es, was das Thema Residenzpflicht und vieles andere anbelangt, das muss aus dem Weg geräumt werden. Die Krankenkassen sind schuld, das ist das, was ich höre. Und da ist natürlich auch spätestens die Politik ein Stück weit gefragt, zumindest was die Bürokratie anbetrifft. Wir wissen alle, dass die Krankenkassen, aber auch die KVen, durchaus ursächlich sind für einen Haufen Bürokratie und daran muss gearbeitet werden. Und ich denke, eine Initiative, eine politische Initiative zum Abbau von Bürokratie wäre allen sehr dienlich, damit man einfach mehr Zeit dem Patienten widmen kann. Die Doktoren Riedinger und Koch gingen auf die Problematik der Regressregulierung ein, die gleichsam eine Motivationsbremse für junge Ärzte darstellt. Früher war das so, da gab es einen Regress, der ist ausgesprochen worden. Dann gab es die Möglichkeit, dem zu widersprechen. Das gibt es heute immer noch. Früher war der Regressausschuss jedoch paritätisch besetzt und der Vorsitzende war meistens ein emeritierter Arzt. Heute ist der sogenannte neutrale Vorsitzende ein ehemaliger Kassenmann und Sie werden in der ersten Instanz niemals sehen, dass ein Arzt seinen Regress zurückgenommen bekommt. Diese In-Regressnahme, diese sozusagen In-Haftnehmung der Ärzte für Leistungen, die zu viel erbracht worden sind, in Anführungszeichen, weil sie ja von der Bevölkerung auch nachgefragt wurden, die muss weggenommen werden. Ich denke, das ist die Haupt- oder eine der wesentlichen Motivationsbremsen auch von jungen Kollegen in den Berufsstand des niedergelassenen Arztes hineinzugehen. Es liegt nur an der Dr. Brenneis verdeutlicht die unhaltbaren Zustände für die Ärzte auf dem Land. Seine Aussagen werden durch die detaillierten Forderungen Dr. Motzenbeckers an die Politik ergänzt. Frau Oltes-Kaiser, machen wir irgendwas verkehrt? Ich glaube nicht. Unterm Strich ist, glaube ich, Faktum, und da ist nie drüber diskutiert worden, dass wir 25% der Leistungen umsonst erbringen. Das heißt, wir behandeln jeden vierten Patient, jede vierte Ultraschalluntersuchung, jeden vierten Hausbesuch und so weiter und so fort. Dafür kriegen wir kein Geld. Wir machen es halt einfach, damit die Leute hier versorgt sind. Man muss auf die Krankenkassen Einfluss nehmen. Und ich kann Ihnen sagen, da nützen auch alle Modelle, alle betriebswirtschaftlichen Berechnungen, alles nichts. Die Kassen verweigern sich. Und das ist was, was in der Situation, so wie sie sich darstellt, einfach nicht mehr akzeptabel ist. Und da muss man politisch Einfluss nehmen. In Anbetracht der guten Absichten seitens der verantwortlichen Politiker hat Herr Kuno immer noch die Hoffnung auf die Erfüllung seiner Forderungen und seiner Verbesserungsvorschläge. Wir diskutieren hier schon seit Jahren drüber. Wir haben x Gesundheitsminister, Ministerinnen verschlissen. Weitergekommen sind wir nicht. Wir müssen handeln. Gefordert sind alle, wie sie hier sitzen, inklusive der Kassen, die nicht da sind. Aber auch, und das müssen wir ganz deutlich sagen, die Patienten sind gefordert. Frau Klöckner fasst zusammen. Der demografische Wandel hat auch eine ganz große Herausforderung an die Arztversorgung, denn es gibt auch weniger Mediziner. Und vor allen Dingen wird das Thema ärztliche und medizinische Versorgung auch teurer werden. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Wenn Sie das nächste Mal Ihren Hausarzt aufsuchen, fragen Sie ihn doch einfach mal, ob Sie der vierte Patient sind. Kommen wir zu unserem deutsch-französischen Projekt Kubik. Wir haben dieses Mal Sandra Bronder begleitet. Sie zelebriert musikalisch die Pfälzer Mundart. Geschichten, die das Leben schreibt, gehören genauso zum Repertoire wie die ein oder andere kabarettistische Einlage. Wir haben sie bei den Aufnahmen zu unserer deutsch-französischen Musiksendung Kubik begleitet. Sehen wir nochmal, wie es ihr gefallen hat. Hallo, ich bin Sandra Bronder, ich komme aus Erfweiler in der Pfalz und ich werde jetzt hier bei Kubik meine Lieder vorstellen. Ich bin halb China. Ah, jetzt auch los, werde sie schnippen.
Noch bin ich entspannt. Das Lampenfieber bleibt nicht aus, aber ich bin okay. Ich fühle mich richtig gut. Das ist, geht mir auch immer nach dem Auftritt so. Wenn sich die Aufregung gelohnt hat vorher, dann ist nichts besser. Ich bedanke mich für die Ohren, für die Augen. Hoffe, dass Ihnen meine Musik gefallen hat. Und wie gesagt, die beiden CDs sind erhältlich. Vielleicht unter kontakt@sandra-bronda.de. Können mich gerne kontaktieren. Und ich bin eine Künstlerin zum Anfassen. Können gerne vorbeikommen. Es sind halt China. Merci beaucoup à les spectateurs français. Et j'espère que la musique que vous aimez, ma musique, et, mon français n'est pas très bien, mais il faut toujours l'essayer. Merci. Kommen wir von der einen Sängerin zur nächsten. Evelyn Hollerit zeigte auf der Bühne der HGH in Halle 5a ihr Können. Zusammen mit Thomas Steele brachte sie ein wenig Soul auf die HGH. If blood will flow and flesh and still our own, drying in the color of the evening sun, tomorrow's rain will wash their states away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. The nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. So on and the rain will say, like tears from a star, like tears from a star. So on and on, the rain will say, how fragile we are, how fragile we are. Like tears from a star, on and on, the rain will say, how fragile we are, how fragile we are. On and on, the rain will say, how fragile we are, how fragile we are. How fragile we are, how fragile we are, how fragile we are. Liebe Zuschauer,
Das waren die Themen dieser Sendung. Wenn Sie diese und auch unsere anderen Magazine noch einmal anschauen wollen, empfehle ich Ihnen unsere Mediathek unter www.youtube.de/oktvsvp. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Ausgabe des Rückspiegels wieder. Damit sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Thank you.